Steel Bars Beam hier. Kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass hier jemals Stahlstab war. Guess I have to find a way to the other side. Da muss ich wahrscheinlich auch wieder einen Stockwerk nach unten und dann wieder nach oben gehen. Was zur Hölle? Die bewegt sich ja ganz schön fix, die Frau. Okay. Also ich muss da irgendwie hin. Von der anderen Seite. Muss ich von unten irgendwie, schätze ich mal. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Oder von ganz unten? Mal gucken. Gehen wir mal ganz runter. So? Oder höre ich jetzt nur die im Stockwerk über mir? Aha, ich probiere es mal hier durch. Ah, hier komme ich ja nicht durch, ne? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ah, komm, wir speichern. Scheiß drauf. Ganz viel speichern. Wo es geht, speichern. Ja, nicht irgendwie hier nachher 20 Stunden spielen nachholen müssen. Oder spielt hat er nur 3 bis 4 Stunden, habe ich gelesen. 3 bis 4 Stunden Spielzeit. Ich werde Folgendes tun. Sollte ich mich allerdings schon wieder umgucken, gegebenenfalls nach ja, wieder nach weiterem. Da muss ich, da war ich vorher, ne? Da muss ich noch irgendwas für finden. Jetzt muss ich wieder nach was zu futtern umschauen. Für die Toten. Aufgegessen, ne? Das wäre echt geil, wenn ich jetzt hier demnächst wieder was zu futtern muss. Na, da wollen wir ja noch nicht hin. Verdammt. Hängt der eigentlich noch hier? Ja, hängt noch hier. Ich kann nach wie vor nichts tun, ne? Gehe ich halt wieder. Alles klar. Natürlich gucken wir, wie wir nach oben kommen hier, ne? Jetzt habe ich nichts zu futtern für die Alte, ne? Also muss erst diese merkwürdigen Symbole lesen können. Bevor man dieses hier öffnen kann, dieses Schloss. Was... irgendwas, irgendwo ein Zettel, wo das drauf ist, oder keine Ahnung, Buch finden. Vielleicht steht's hier dran. Nee. Was war eigentlich mit diesem Würfel hier? Was ist mit diesem Würfel? Ich weiß noch nicht, was ich mit diesem Würfel anfangen soll. Der Chaos lief in hier sometimes, okay. Das müssen wir inzwischen schon. Moment, scheiße. Da wollen wir doch gar nicht. Ja, da kommen wir doch her. Ich habe jetzt für die Alte nichts zu füttern, ne?
Vielleicht passiert mir nichts. Dass sie mir mit so einem Riesenschritt, den die da macht, mit so einem Teleport oder was sie da auch immer tut, nicht plötzlich mal direkt vor der Fresse steht. Meine lieben Freunde. Es ist ein sehr faszinierendes Spiel. Wieder Klassenzimmer hier. Jetzt hatte ich gehofft, ich komme in das Medizinzimmer da, um wieder was zu futtern zu holen. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Es sind nur 3 Stockwerke und nur 6 Türen oder sowas. Aber man muss natürlich sich irgendwie einigermaßen merken, wo was ist. Ja, nee, ist klar, da war ich ja schon. Ich meine, ich war ziemlich sicher überall schon, aber. Nicht weiter, ne? Das ist das ganze Holz. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich jetzt da an der Seite wieder aus dem Klassenzimmer rausgehe, wenn ich hier hochgehe, auch nicht wirkt, da komme ich auch nicht auf die andere Seite des Gitters oben. Ja, Health Center, da will ich ja hin. Super. Hier wieder was zu essen. Hoffentlich. Jawohl. Kann ich auch 6 oder 7 von mitnehmen. Ich speichere mal erstmal. Immer schön speichern. Das geht ja Gott sei Dank ruckzuck. Sicher, was ich hier machen soll. Okay, das war schon. Was? Das kann man sich jetzt plötzlich angucken. Okay, Augenwaschstation und Notfall duschen. Etwas ist in der Wasserschale. Noch ein Würfel. Jetzt habe ich 2 Würfel. Dice belonging to the same set. Okay. Das ist jetzt ultra interessant. Das habe ich das vorher nicht gesehen. Da musst du wirklich genau davor stehen, dass du da nochmal gucken kannst. Ich gucke nochmal rein, vielleicht ist ja noch was. Diese Würfel gehören zum selben Set, also zum selben Spiel. Oh, guck mal, Speicherpunkt. Geil. Okay, also auch hier Situation eher aussichtslos.
nichts gibt's, nur den Weg nochmal nach oben. Aber wir haben ja da die Situation, dass da das Gitter ist. Und wir haben meines Erachtens nichts dabei, was dieses Gitter öffnet. Es sei denn, ich werfe die Würfel durch das Gitter. Und es geht dadurch auf. Oder die Lösung liegt irgendwo hier. Was machen? Ganz, ganz blöde Idee. Ich habe es mir gedacht. Also. Das macht hier nichts. Also der Verdünner, der hat ja auch nichts gemacht. Ne? Hier muss noch irgendwas getan werden. Und ich bilde mir ein, dann, wenn ich das hier mit dem Tisch, dieses Tischrätsel hier gelöst habe, dann tut sie auch irgendwas mit dem Gitter. Einfach mal alles ausprobiert haben. Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Wie zur Hölle? Natürlich, ich muss unten erstmal öffnen. Jetzt ist mir einiges klar. Ich muss unten erstmal dieses Schloss öffnen, dann komme ich hier hoch. Aber wie mache ich denn das? Habe ich irgendwas noch nicht gefunden? Mach denn mein Notizbüchlein. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal zwei Würfel. Ich schätze mal, wir brauchen drei Würfel, dann vielleicht noch ein paar Karten und diese Bandsprüche auf diesen Zettel. Ich weiß aber aktuell trotzdem nicht weiter. Ich muss, bevor ich durch dieses Gitter kann, muss ich das Schloss unten öffnen. Das heißt, ich muss vom ersten Stock bzw. vom Erdgeschoss da hinkommen und dann geht es da weiter. Das heißt, es kann ja nicht mehr viel sein. Es geht ja sonst nichts mehr. Aber wie kann ich so diese merkwürdigen Zeichen da machen? Das ist ein Foto von jemandem auf dem Fenster. Oder jemand hat was auf das Foto geschrieben. Das hatte ich ja vorher schon gelesen. Die Wurzeln unter der Erde erhalten keine Belohnung dafür, dass sie die Pflanze oder halt dass sie etwas erblühen lassen über der Erde. Branches. Vielleicht Blüten. Ich bin jedenfalls ziemlich am Arsch. Ich weiß nicht weiter. Da irgendwo vielleicht was liegt, was ich brauche.
dass sie mir genau das durch ihr Hin- und Herlaufen da blockiert. Muss nicht sein, kann aber sein. Bloodstains. What the fuck? Hab ich vorher nicht gesehen, ne? Ah, macht hier nichts. Okay, klasse. Aber ist ja gut, dass wir Blutspuren schon gefunden haben, ne? Da sind wir auch schon 3-4 Mal dran vorbeigelaufen. Ist der Tisch, ne? Aber das... Celebrity, okay.
So. Hallo? Hallo? Was ist denn hier? Auf jeden Fall sind da Kratzer in dieser sehr schönen weißen Schüssel. Und sie kann sie nicht hochheben, weil sie wohl am Tisch irgendwie fest zu hängen scheint. Ja, ja, mach weg, mach weg, mach weg. Klebt fest. Vielleicht kann man das mit diesem Messer abschneiden. Jetzt mal davon abgesehen, dass man das Messer an dem Tisch oben brauchen könnte. Ist das nicht okay? Müssen vielleicht meine Würfelchen da rein? Nein, 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 nein. Ich will das nicht mehr alles lesen müssen. Also nochmal. Ne, meine Würfel machen da nichts. Machen sie jetzt was? Should I throw the dice? But I've seen people doing it. I think it requires 3 dice to play. Ja, ist ja okay. Vielleicht ist da ein dritter. Ein Wassereimer. Da ist was drin. Ein Waffel. Fein. Dark stains in the bottom of the bucket. Okay, dunkle Spuren. Spuren nenne ich es jetzt einfach mal. Am Boden des Eimers. Dieser Geruch und diese herumschwirrenden Käfer. Ich höre besser auf, mir das alles zu gucken. I might throw up. Or I might throw up. Schon gerade übel oder so. Kippt um. Also gut. Toss the dice. Sollen wir erstmal am Tisch vom Kratzen gehen. Ich weiß ja auch, das hatte ich bis jetzt nicht erwähnt, dass dieses Spiel 2 verschiedene Enden hat. Jetzt müssen wir natürlich, um eines dieser Enden zu erreichen, vielleicht ein bisschen was anders machen. Beziehungsweise um das eine oder andere Ende zu erreichen. Jetzt ist die Frage, ist das hier so eine gute Idee, gleich 3 Würfel reinzuwerfen? Oder sollte ich mir vielleicht erstmal den Tisch angucken gehen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Tisch angucken gehen.